was wir brauchen, Fleisch, ist in erster Linie jetzt das einmal. Das Zelt. Der Zeltaufbau war ein Desaster, braucht man nicht mehr dazu sagen. Ganz viele Stangen. Fleisch, schau mal her. Die sind jetzt das verbunden. Ist kaputt. Nein, die sind miteinander verbunden. Ja. Und die müssen wir jetzt einmal so aufmachen. Ja, ja. Ich habe es befürchtet, aber es hat sich auch bewahrheitet. Im Endeffekt besser im Zelt als auf den Außenwiesen, aber ein Fiasko. Jetzt müssen wir nur schauen. Legen Sie einfach mal daher, oder? Ja, ja. Das ist einmal unten und das ist oben. Das sind ganz viele Stangen. Und das ist das, was dir taugt am Campen, oder? Das ist das. Das ist jetzt genau das, wo, oder? Nein, wo du sagst, jawohl. Das ist halt nicht einchecken, ja? Ja. Mit dem Handtaschel, sondern das ist Fleisch, da spürst du das Leben. Dolce Vita im Urlaub schaut für mich anders aus, aber ich glaube, das ist eh kein Geheimnis mehr mittlerweile. Du, ich noch check einmal den Wellnessbereich und komm dann wieder, wenn das. Wir machen einen Wasseranschluss. So, schau her. Ich glaube, ich habe das noch nie aufgebaut. Schau her, Fleisch. Das so. Ist auch nicht gescheit, mit einem Zelt wegzufahren, das man noch nie aufbaut. Schau, da steht was raus. So, siehst du, ist schon fast fertig. Ja. Da einmal. Genau, und jetzt brauchen wir eigentlich nur drei Stangen, die das vordere mit dem hinteren verbinden. Probier mal, ob die daher passt. So klein ist das Zelt. Wir können nicht liegen in dem Zelt, bitte. Vielleicht haben wir noch Stangen oder ist das alles, was wir haben? Aber da fehlt mehr. Da ist ja noch ein anderes Gelenk. Es war nass, es war kalt, ich habe einen Hunger gehabt und logischerweise haben Trimmer von dem depperten Zelt gefällt. Da fehlt ein kompletter Rahmen noch, Fleisch. Das ist ja viel zu klein. Warum? Das ist ja für Pygmäen. Also bei dem Aufbau des Zelts, muss man sagen, war der Turmbau zu Babel, falls wir Geräte hätten dagegen. Das Schöne ist, dass man. Aber wichtig, immer positiv bleiben. Fleisch, das Schöne ist, dass es in unserer digitalen Welt ja noch so was Analoges gibt. Ja, spürst du das? Total. So. Das ist schon mal sehr gut. Nein, natürlich. Ne? Aber pass auf, jetzt heben wir es in die Höhe. Gerald? Ja. Ja? Du sagst Gerald zu mir. Ja, das heißt, jetzt wird ernst wird. Genau, so. Schau. Ja, das ist aber ein sehr stabiles Zelt eigentlich, muss man sagen. Ich glaube, das kriegt erst die Stabilität mit der Plane. Das Um und Auf beim Zelt, weißt du, ist die Plane. Weißt du? Ja, weil erst diese Plane macht aus einem wackeligen Gerüst seine Festung. Ja, das liegt auf der Hand. Ja, ist da ein Zipfverschluss vorne bei dir? Ja, da. Aber der ist zu. Ja, bei der Hosen. Hat da jeder so eine Kabine? Ja, nein, ich glaube, es ist dieses Überzelt. Es gibt ja verschiedene Arten von Zelten. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Geschissens. Das haben wir jetzt da drüber. Wir müssen warum schauen. Drüber? Bist du sicher? Na, drüber, na, drunter hält es ja nicht. Unten sowas, ja, das gehört, das gehört. Schau her, wir müssen. Das stinkt. Oh. Unglaublich. Es stinkt wie in so einem feuchten Keller. Weißt du, was ich glaube? Dass die einmal eine Katzerlei gebockt haben beim letzten Mal. Ja. Und das ist noch drinnen. Das ist noch drin. Wir müssen das jetzt einfach da drüber stülpen. Und dann haben wir es. Sind wir fertig. Gut, zu diesem Zeitpunkt war für mich klar, wir sind im Zieleinlauf. Rein zelttechnisch jetzt. Das ist ein absoluter Blödsinn. Wir waren genau nirgends weit entfernt von Zelt fertig aufgebaut. Und das Orgel war, der Seidel hat es eh selber gemerkt. Das hat überhaupt kein vorn, hinten, Mitte. Aber das muss man da drüber tun. Ein völlig unförmiges Teil. Das da zusammen? Na, aber da ist ein Fenster. Ich habe ein Fenster gefunden. Ja, wir brauchen kein Fenster, wenn ein Drittel der Wand fällt. Wir brauchen kein Fenster. Das ist ein Loftzelt. Aber du warst doch Bauleiter. Das ist sogar ja, aber nicht mit solchen Fetzen. Ich war kein Fetzentandler. Schau, aus Fehlern lernt man. Und du musst aber dann halt immer wieder selber dich rausmanövrieren. Nicht? Und das macht eine Gewinnermentalität aus. Ja. Jetzt kommt Struktur rein. Schau her, wir hätten den Zipf natürlich nicht aufmachen dürfen. So, schau, dann hätten wir nämlich gesehen, wie so fett das ist. Sag ich, wie viele Jahre ist das in einem Keller gewesen? Das ist ein Bundesheerzelt. Da sind zwei Komponenten drin gestorben. So, schau her. Schaut schon besser aus. Jetzt haben wir es. Was schaut da besser? Schau, wir haben Struktur, bitte. Steht's der Pessimismus des Österreichers? Was? Da, schau, wie schön. Weißt du, aber das ist halt das Schöne am Campen.
Naja, die Nacht war kurz, würde ich sagen. Also kaum sind wir schlafen gegangen, sind wir schon wieder aufgestanden, weil ja die Sonne durch das Zelt, weil ja keine Wände und so. Und dann haben wir gesagt, machen wir ein bisschen Geschichte, Burgruine, Lichtenfels anschauen. Genau. So ein bisschen Geschichte lernen, schaut eh nicht. Finde ich schon spannend immer. Weißt du, was für die Geschichte, wo das herkommt, wer hat da mal gewohnt? Und wer hat da gewohnt? Weiß ich nicht. Wo müssen wir überhaupt hin? So, rüber oder was? Da. Na, um hier. Ich dachte immer, neben dem Klaus, dem Wächter des Steins, sind wir die Einzigen, die da campen. Aber wenn man dann so ein bisschen aus dem Dickicht rauskommt, sieht man, das sind schon noch ganz viele andere Freigeister, die da auch urlauben. Vielleicht Pinguine. Vielleicht. Brauchst du Hilfe? So weit kommt der Fleischjäger nicht runter. Das ist eine VW-Variante, oder? Das ist eine VW, glaube ich. Hätte ich gesagt, weil steht vor uns. Hallo. Hallo, dürfen wir uns das anschauen? Hallo, Hut. Der ist der 72er-Jahrgang und den haben meine Großeltern original gekauft. Ach, Wahnsinn. Das Auto und der Campingwagen, die waren ein Traum. Ist das lustig, der ja, aber das ist stilvolles Campen. So könnt ihr es mir auch vorstellen, eher noch als im Zelt. Platz habt ihr nicht viel drinnen, ne? Wir haben riesen viel Platz. Na, geh, komm ja, jetzt. Wir haben zu viert drin geschlafen. Darf ich ganz kurz reinschauen? Schaut, schau, die riecht meinen Hund. Na, die riecht, dass du nicht duscht bist. Geil, das ist komisch. Ist das genial? Und auch schon. Dieser großartige gewesen. Das war sehr nett. Er lernt Campen erst kennen. Ja. So ein bisschen Hotelmensch. Ich lerne es kennen, ja? Ja, und? Ja, also ich finde es okay, viele schöne Sachen, aber ich schlafe trotzdem lieber in einem echten Bett. Also, und will nicht 8 Kilometer zum Klo gehen und 14 Kilometer zum Duschen und so. Also das, diese Komfort-Dinge. Also die sportliche Variante ist dann nicht so. Nein, aber ich habe schon gern bequem. Nein, ich habe schon gern bequem. Bequemer Mensch bist du. Ja, ja, ey, ich gebe es eh zu. Siehst du, vielleicht aber im Hotel würde es solche Begegnungen nicht geben. Ja, und die wäre schade und manche andere nicht. Nein, nein. Ja, aber du gehst nicht zu jemandem beim Frühstück und sagst, kann ich mir kurz Eierzimmer anschauen? Nein, weil das schaut genauso aus. Ja. Vielen lieben ja, Dank. Danke schön. Danke, Papa. Alles Liebe. Schönen Urlaub. Ciao. Ba. Oh, das ist Blaupunkt Radio. Geh mal Boot fahren, geh mal Ball. Das ja. Ist der Ball. Es ist zu heiß. Schau, da, schau. Steht dein Name? Badestrand? Ruine. Und außerhalb des Dickichts waren dann schon auch viele Leute, wo man weiß, die schauen fern und die dann kennen. Grüß euch, hallo. 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 Grüß euch. Hallo. Hallo. Der war's. Hallo. 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 Der. Ja, wir sind auch da. Schau. Oh, it's over there. It's over there. Na, und dann waren wir endlich da. Willkommen auf Schloss Ottenstein, Herr Seidel. Burgruine Lichtenfels, aber es ist echt so ein Steiner. Das wäre schön. Könnten wir ein bisschen was investieren? Bastler-Hit. Hast du gelesen, wann das ungefähr hier errichtet wurde, Fleischi? Nein, aber ich kann noch schauen. Fleischi, was hast du in dem Sackerl überhaupt? Ja, was wir brauchen heute? Wir brauchen nichts. Ein Wasser haben wir mit. Was? Braucht kein Wasser? Ja, ein Wasser, ein Powerbank, ein Handy. Warum brauchst du ein Handy? Na, da können wir jetzt nachschauen, zum Beispiel, wer da gewohnt. Ach so, das können wir schauen. Na, siehst du, das ist nicht depp. Gib einen Tipp. Burgruine Lichtenfels, ja. L50. Richtig. Hör auf. 1159. Ah, doch ein bisschen später. Naja, wahrscheinlich. Ja, aber nicht gebaut. Bauverzug. Ich schwöre es, ich habe nicht gegoogelt. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich kann auch nicht googeln. Im Jahre 1159 bekehrte Herzog Heinrich II. Jasomirgott. Ah, der Jasomirgott. Seinen Dienstmann Hartung von Raueneck mit der Weste Lichtenfels. Die Weste Lichtenfels? Die Lichtenfels. Eigentlich eine Strickerei. Natürlich, entschuldige, ich bin vom Fach. Der Einzige, der wirklich was gelernt hat. Ne? Ich bin ein Radiosprecher. Fleischjäger. Du, übrigens, weißt du, ganz arg, 1427, weißt du, was da war? War ein ganz strenger Winter. Ja, ganz strenger Winter. Und das Kloster Zwettl hat sein Archiv und die Kostbarkeiten in die versteckte Waldburg, also hierher gebracht, um die Schätze vor Plünderungen der Hussiten zu retten. Ah, die Hussiten? Die Hussiten. Das waren andere Sitten damals. Eine Geschichtsstunde mit Fleischi macht einfach Spaß. Schau, da waren Stufen, das ist raufgegangen. Und da oben war wahrscheinlich dann. Wo ist man da? Der Wellnessbereich. Der Wellnessbereich? Ja. Eva? Gehen wir schlafen, oder? Ja, jetzt gehen wir schlafen. Morgen haben wir viel vor. Ich weiß.
Was überhaupt? Ich weiß nicht. Es war in Summe ein netter Ausflug und dann haben wir uns eigentlich schon ein bisschen aufs Schlafen gefreut. Du, ich schlaf links, gell? Schlafst du zu Hause auch links, Fleische? Der Linksträger, ja. Linksschläfer. Linksschläfer. Die Luft war gut draußen, weil im Zelt hat auch ein bisschen gemächtelt, also das Zelt und wir. Gute Nacht, Fleische. Gute Nacht, Gary. Ich war riesen Freude, dass wir da sind, Fleische. Du klingst wie ein K&K-Offizier. Ich habe eine riesen Freude, dass wir da sind. Morgen gefreiter Fleischhacker. Morgen greifen wir die anderen an am Ufer. Morgen schießen wir zurück. Die werden sie anscheißen mit den Vorderladern. Ja. Sag, wieso ist dieser Lappen hier zwischen uns? Ich weiß nicht. Das ist wie eine Nasenscheidewand. Ja. Wir könnten Schattenspiele machen. Ja, das machen wir morgen. Es war ein schöner Tag, Fleischi. Ich bin dir sehr dankbar. Ich dir auch. Das Zelt ist gute 50 Jahre alt. Vom Geruch alleine ist das Zelt Seidl. Schon zweimal gestorben. Seidl. Bitte. Gute Nacht. Gute Nacht.